Zur Hölle damit. Gib die Zerstörung. Ist zu weit weg. Das nur einer. Halt mal nach. Ich will nicht, dass da noch mehr kommen. Soll ein bisschen aufpassen. Okay, der ist wieder weg. Jetzt schauen wir mal, wie sehr wir uns aufladen, wenn wir jetzt erste Hilfekasten holen. Was jetzt? Doc kann andere Figuren und sich selbst heilen. Jetzt heil dich mal. Naja, es hat nicht viel geheilt. Ich ging ja schon. Okay, wir behalten diesen Spielstand dennoch bei, glaube ich, weil ein bisschen verletzt sein ist nicht so schlimm. Dann also darüber. Ja. Jetzt haben wir uns auch noch mehr Fiolen geholt. Munition haben wir sehr viele. Also sehr viel. Dann also darüber. Und ich könnte von hier aus ein bisschen rumballern, glaube ich. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, was wir sehen von hier aus. Viel. Dieser Zoom. Schießen die auf mich? Verflucht nochmal. Nee. Wann geht es endlich weiter? Ihr seid nicht so ungeduldig. Könnt ihr Leute erschießen? Die Frage ist nur, ob ich sollte. Ich habe 10 Schuss übrig. Buntflinte und Zielfernrohr. Könnte ich noch mehr Kugeln einsammeln? Dann könnte ich wirklich darauf gehen und eventuell mir von dort einen Platz freischießen. Weil rein komme ich gar nicht von hier aus. Die ist nur dazu da, damit ich von hier aus ein paar Leute erwische. Also ich komme nachher von da rein. Boah, die Kamera dreht sich seltsam. Okay, also ich komme von hier rein. Und stehe dann in diesem Haus drin. Okay. Und vom Felsen aus kann ich jetzt Leute erwischen, die mir eventuell später dann im Weg sein könnten. Zum Beispiel der hier, ne? Der Dicke da hinten. Oder den da. Ich probiere mal kurz jetzt mal hier ein bisschen auf Massaker zu machen, weil hier was passiert. Den kann ich sogar stehen lassen hier. Hier gibt es die Killer und Munition. Da hängt Sanchez da hinten. Ich glaube, ich kann Sanchez befreien. Was soll der Scheiß? Warte mal.
Oh, mein Kopf. Fühlt sich an, als hätte ein Maultier auf meinen Kopf gesessen. Ja, ich glaube, Sanchez befreit ist, oder? Vamos. Hat jemand einen Plan? Ja, so funktioniert das. Ha! Glück im Unglück. Und jetzt kann ich von oben mit Sanchez die Leute erwischen. Das Ziel war nur, bis hierher zu kommen, glaube ich, und ihn runterzuschießen. Sanchez kann seinen Gegner mit einem Steinwurf gegen den Kopf betäuben. Angekommen. Hier habe ich auch noch Leute erwischt. Der schläft sowieso. Genau, und ich habe einen Stein, damit könnte ich werfen. Ah, wunderbar, jetzt habe ich endlich Sanchez. Das Ding kann ich mir gar nicht nehmen. Verbandszeug, das kann sich nur der Doc nehmen. Zeit für einen Tiki. Okay, naja, okay, das ist schon mal viel besser. So, was haben wir noch? Also wir haben einen Charakter hier und einen hier. Es gibt einen, der gefangen genommen wurde. Es verleitet immer, dass man da drauf drückt auf das Eck und dann ist dort nichts. Sanchez am Turm geschafft. Sam in der Zelle. Sam wurde in Rodriguez Männern im Gefängnis im Festport drüber der Festung gesperrt. Kämpfen sie sich mit Doc zum Gefängnistuch und knacken sie das Schloss. Okay. Das heißt, ich muss jetzt Doc reinbringen in diese Festung, sonst kann ich da hinten, da ist der gefangen genommen, sowieso nicht weiter. Jetzt habe ich halt den Vorteil, dass ich den da befreit habe und jetzt könnte ich halt versuchen, ein bisschen was hier frei zu machen, damit der Doc dann da reinkommt. Ist die Frage, ob ich jetzt hier irgendwo ein Maschinengewehr oder was finde hier, weil Schrotflintenkugeln haben wir definitiv zu wenig. Wir versuchen mal da runter zu gehen und das zu nehmen, was da herumliegt. Die Munition so. Stopp dich mal. Vamos. Genau, vamos. So, schauen wir, dass wir den nicht wecken, wenn es geht. Er hat mich kurz gesehen hier. Was haben wir hier? Schön langsam. Steine waren das, glaube ich, genau. Ich habe auch eine Bärenfalle mit Sanchez jetzt. Ja, adelante. Adelante ist aber urlangsam. Adelante. Nicht gut. Angekommen. Sanchez hat immer eine Tequila-Flasche bei sich. Legt sie irgendwo hin, wird sie ganz sicher von gegnerischen Würgungen gefunden. Gegner, die die Flasche finden, prügeln oder betrinken sich. Ah, cool. Die machen jetzt mehr Sachen als früher. Früher haben sie nur genommen. Sie sind nur hingelaufen, so alles. Jetzt kann ich die Flasche irgendwo hinstellen und hoffen, dass sich die Leute jetzt dafür prügeln. Die Typen hier sind mir etwas zu gefährlich, um jetzt dahin zu gehen. Also nach oben hin weiterarbeiten ist, glaube ich, gar nicht so gut. Ich könnte es versuchen, aber ich versuche lieber nach unten hin. Sehen die von oben irgendwas? Eh nicht eigentlich. Hm, er sieht mich. Ja, die zwei sind gefährlich, aber die passen so aufeinander auf, dass das echt schlecht ist. Ja, der eine passt auf den anderen auf und so. Ach, ich kann sie nehmen diesmal. Bin ich hier richtig? Zwei Leute sehen das. Drei Leute. Das fand ich auch gut. Ah! Jetzt hat mich der von oben gesehen. Wie soll das gehen? Ja, jetzt gehen wir runter. Okay, aber es funktioniert. Also, ich kann da jetzt runter. Ich darf den nicht wecken. Man kann den nämlich wecken. Wir werden versuchen, den jetzt mal zu erwischen. Aber stehen. Das macht einen dicken Kampf. Es passiert. Es passiert. Bis der sich bewegt hat. Das Einzige, was eben träge läuft hier, sind die Befehle ein bisschen. Oh ja, schnell, schnell. Wir holen uns mal die Killerflasche.
Wir werden mal versuchen, denen hier die Killerflasche zu geben, um zu sehen, was sie machen. Vermute aber, dass ich da auch nur eine begrenzte Anzahl habe. Sobald die Leute sie mir wegnehmen, ist sie halt weg. Riecht gut. Oh ja, schnell, schnell! Dame passo! Ich könnte jetzt auch mit Doc noch ein paar Leute erschießen. Müsste ich zwar jetzt auf die Schnelle nicht wählen, die nach hinten. Oder den da, oder die zwei. Ja, hier schießt man noch einen. Okay, keine so gute Idee. Hat schon mal bessere. Wer traut um den Typen eigentlich? Ich glaube niemand. Aber es ist mal einer von oben. Caramba. Der Typ da, so träge er auch zu sein scheint, der kommt irgendwann runter. Ich glaube, ich muss den erwischen. Sonst kriege ich ein Problem mit dem. Nein, ich hätte ihn vorher gehabt. Nicht bewegen, Amigo. Boing. Es geht aber. Also während dass er dort gestanden ist, hätte ich ihn jetzt rumhauen sollen. Caramba. Also, Doc kann den erschießen, das ist eine gute Idee. Was gibt's? Ich komme! Ach, die sehen mich. Der hat mich jetzt von da unten links gesehen, da war noch einer der da. Jetzt schießen wir den nochmal. Caramba. So, Sanchez. Muss man so aufpassen. Hier ziehen drei Leute hin. Da hinten sieht niemand hin. Ich glaube, das kann man so speichern. Nur schauen, dass ich den Stein jetzt auf den Typen drauf hau. Aber wenn er da unten ist, bei der Leiter, bei der Treppe, geht sich das aus. Sanchez. Sanchez, geh runter. Oje. Also wenn ich jetzt zu langsam bin. Mach ihn jetzt. Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Okay. Vamos. Ich glaube, das war gut jetzt. Was zum Nachladen? Okay, sieht mich irgendjemand? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt speichern und nehme den mit, den Typen. Adelante! Was ist denn runter? Duck dich. Besser, ich suche einen anderen Weg. Duck dich. Ich glaube, das war gut. Jetzt müssen wir schauen, dass der hier. Aber die haben einen extrem langsamen Gang, diese Wachen hier. Die torkeln da vor sich hin. Aber es hat funktioniert. Das war gut mit dem Stein. Ich habe mal einen. Der Stein ist verbraucht. Der Stein ist nicht mehr da. Ich würde dir gerne eine Tequila-Flasche geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das machbar ist. Ich will nämlich sehen, ob die sich jetzt für die Tequila-Flasche prügeln. Schmeiß mal hin. Warum haben die so klapprige Schuhe? Dass man das hört und sieht.
Okay, so das Trompe mal. Tu mal das weg. Caramba! Okay. Das geht irgendwie nicht. Also die Kia, das war im ersten Teil auch schon. Da konnte man sie nicht flaschen, die Flaschen nicht schmeißen, sondern man konnte sie nur fallen lassen. Aber wenigstens bin ich jetzt schon mal drin. Schon mal, glaube ich, eine große Hilfe. So. Wenn ich jetzt hier aufstehen würde, würde mich der sehen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Boah, da sehen alle Leute hin überall. Jetzt bin ich gerade in niemandes Sichtfeld. Aber besser wird's ja nicht. Der Typ da. Wird der von jemandem gesehen? Okay. Von der Frau. Aber die Frau ist doch nett, oder nicht? Was ist denn das für ein Teil? Die Kia-Flasche hier. Es gibt viel Tequila. Ich glaube, die müssen sich gegenseitig hauen, die Leute hier. Aber wie stelle ich das an, dass ich die Kia-Flaschen irgendwo hinschmeiße, wo die. Adelante. Die Frau tut mir nichts. Sie ist nett zu mir. Oh ja, schnell, schnell! Ich komme, ich gehe weiter. Ich lasse das jetzt alles. Den Weg oben machen wir uns nächstes Mal irgendwie frei. Ich probiere mal was. Ich hoffe, das war nicht schlecht gespeichert, aber ich glaube schon, dass das passt. Ich werde dem die Kia-Flasche hinstellen. Vielleicht bin ich im Blickfeld. Ich bin. Hat jemand einen Plan? Bin ich hier richtig? Adelante! Gott, um mit die Kia-Flasche am Boden zu stellen, muss er erst aufstehen. Das ist schwierig. Ich wüsste nämlich nicht genau, wo ich eine Tequila. Wie mache ich das mit denn? Ich kann also eine Tequila-Flasche nur dahin stellen, wo jemand reinläuft. Zeit für einen Tequila. Ausrichtung hier. Das ist Norden quasi, okay. Gibt es etwas, was noch zusammenfällt hier, was ich nutzen könnte? Im ersten Teil gab es eine Railgun hier. Da konnte man sich mit Sanchez eine Railgun holen und dann war es lustig, weil dann war es easy. Dann war Feierabend für die alten Leute hier, aber jetzt. Ich komme hier schwer. Also grundsätzlich muss ich ja mit Doc darauf. Das heißt, dieses ganze Gebiet hier muss ich freispielen. Mit Doc. Was ist? Gib mir Deckung. Was jetzt? Ich kann auch mal mehr Leute erwischen, glaube ich, von da aus. Warum den nicht? Ich kann nur darüber schießen. Wow, ich könnte den ganzen Bergflügel hier freispielen. Ich kann auch da ein relativ gutes Sichtfeld haben auf die Leute hier hin. Gehen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Wow. Ich hoffe, sieht mich niemand. Jetzt könnte ich echt freie Hand haben.
probieren mal, den hier zu erschießen. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Interessiert es jemanden? Ach, der hört mich. Der Typ dort hört mich. Das sind jemanden, weil die hier so Schießübungen machen hier. Die schießen hier auf Getränke, auf Konservendosen. Und dadurch machen die schon Lärm. Muss ich schauen, ob der den hier sieht, der linke den rechten. Die torkeln da rum. Grundsätzlich könnte ich aber hier jetzt nicht die Killer. Wow. Bitte nicht. Soll ich noch einen erwischt? Sie kommen! Was ist passiert? Er hat mich gesehen. Muss mich ducken. Der Typ da sieht mich sonst. Also den da zu erschießen ist gar nicht so eine gute Idee. Es erzeugt so eine Kettenreaktion. Man muss den einen, den nächsten, den übernächsten und so weiter erschießen. Okay, ich probiere mal was anderes. Ich bin Pablo Sanchez. Ja, ich weiß, Pablo Sanchez. Vamos. Ich werde mal kurz versuchen. Jetzt gespeichert. Das war jetzt schlecht. Na toll, der dreht sich schon wieder um. Kann man da hier stehen? Bin ich hier richtig? Er sieht mich eh nicht. Er schaut nicht links rauf. Ich will hier nicht die Killerflasche hinstellen. Mal sehen, was passiert, wenn der hier betrunken ist. Ich kann mich leider in diesen Häusern auch nicht mehr verstecken. Das ging früher mal. Im ersten Teil konnte man sich auch zumindest hier in den Häusern verstecken. Hat jemand einen Plan? Es passiert. Sanchez. Alter Haudegen. Adelante. Angekommen. Der hat mich zuerst gesehen. Und der Typ könnte mich jetzt sehen, aber wahrscheinlich geht er gerade mal mit dem Sichtradius links von mir. Ein Sichtradius ist normalerweise grün. Und wenn mich jetzt jemand sieht, wird das Ding gelb. Und dann orange und rot und dann fangen zum Schießen an. Und auf schwer geht das ziemlich schnell. Auf leicht oder auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad dauert das eben länger. So, jetzt sieht mich niemand, jetzt habe ich gespeichert. Und jetzt probiere ich ihm eine Tequila-Flasche. Ich hoffe, der hört mich gerade nicht. Vamos! Hat jemand einen Plan? Schön langsam! Stell dich hin. Ich lasse dich nur ungern hier liegen, sagt er zu seinem Tequila. Ich glaube, dass es hier niemand sieht. Nur er. Oh mein Gott, da waren gleich 7 auf einmal da. Zeit für einen Tequila. Ich muss weg. Das war kein guter Plan, hierher zu kommen. Vamos. 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 Zeit für einen Tequila.
Wer sieht denn hier? Schön langsam. Niemand. Versuch mal den jetzt mit dem Stein zu erschlagen. Nicht bewegen, Amigo. Sieht denn jemand es? Der nicht, der nicht. Wie soll das gehen? Ich habe noch einen Stein. Oh ja, schnell, schnell! So, wenn den jetzt niemand sieht, und der könnte ihn sehen. Ach, der sieht ihn. Dann sehe ich gerade, wie jemand gelb war. War das notwendig? War das gut? War das schlecht? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Okay, bevor wir hier weitermachen, schauen wir mal, ob ich, was es überhaupt bringt, zu versuchen, mit ihm runterzukommen. Weil die Idee ist, wenn ich jetzt mit ihm da runterlaufe, dann muss ich ja, muss es ja einen Sinn machen, warum ich das überhaupt tue. Ach, warten macht müde. Stein. Ich kann auch hier bei der Leiter eigentlich runter. Hier ist eine Leiter angelehnt. Ich könnte von da runter und versuchen, die Typen von hier aus zu erwischen. Gehen wir mal da zurück. Weil ich glaube, ich muss den und den hier erwischen, bevor ich weitermachen kann. Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Schneller geht nicht, zu viele Muskeln. Ich habe auch eigentlich gar keine Ablenkung. Was soll Sanchez machen? Was soll Sanchez machen? So bist du. Wir probieren jetzt da mal darunter zu gehen. Ist die Frage. Mich der jetzt? Angekommen! Kein Problem! Der schlägt dazu wie Bud Spencer. So, bumm. So mit. Da ist Kamera. So mit zwei Fäusten. Habt ihr es gesehen? Das machen wir jetzt nochmal. So ein bisschen ran. Ach, warten macht müde. Ich muss ihn so weit als möglich irgendwo töten, wo ihn niemand sieht, dass ich ihn töte. Schau, dass er mich nicht hört. Bin ich hier richtig? Ja, total. Angekommen! Wow. Ich möchte ihn irgendwo töten, wo niemand gerade herschaut. Am besten nicht der und der nächste auch nicht. Schneller, weil der läuft uns sonst davon. Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Kannst du dich bitte umdrehen? Kurz der Geier! Warum? Das sind die Bastarde. Adios, amigo.
hat nicht geklappt. Okay. Nun sei es drum. Wir sind zumindest schon mal reingekommen. Und haben Sanchez befreit. Das ist schon mal was. Wir speichern. Das dauert. Das dauert. Ja, es dauert ein bisschen, dass hier zum Teil bewegen sich die Charaktere etwas langsam. Da muss ich mal schauen, ob ich die etwas schneller einstellen kann in ihrer Bewegung. Ansonsten ist schon cool gemacht, nur schwierig, echt schwierig. Also wie ich da jetzt reinkomme, ich glaube, ich muss mit Doc von unten jetzt kommen und dann von unten, also vor dem Tor mal so eine Art Schießerei machen und dort aufräumen mit Doc. Und dann schauen, dass ich seitlich da diesen Weg entlang laufe, beziehungsweise könnte ich versuchen, mit Sanchez von oben runter zu gehen und das Tor zu öffnen, weil das Tor sich nur von innen öffnen lässt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Eins von beiden sollte, glaube ich, der Weg sein. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch hier dennoch Spaß gemacht hier. Es ist ein bisschen schwierig und geht ein bisschen zäh. Geht deswegen zäh, weil sich die Charaktere etwas langsam bewegen und ich dann länger brauche für Spielzüge, um sie zu testen, was denn gut ist und was schlecht ist. Aber man muss auch ein bisschen ein Feeling bekommen dafür, was denn machbar ist in diesem Spiel. Dann läuft das auch etwas besser. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir kommen im nächsten Video wieder weiter. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Desperados 2 Cooper's Revenge. Danke fürs Zuschauen, euer Wingman.